Ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Christian Borgert. Ich bin einer der Vorstände des European Public Network. Krankheitsbedingt muss ich oder darf ich einspringen für meinen Kollegen Jan Junge, der sich sehr entschuldigen lässt. Der wollte eigentlich die technischen Grundlagen moderieren. So springe ich als Nicht-Techniker ein. Aber ich denke, wir werden dank unserem Referenten hier wunderbaren Einblick in die technischen Details erleben. Der zweite Teil unserer Reihe, Blockchain und technische Grundlagen. Ich bedanke mich zum einen bei unserem Co-Veranstalter vorab, beim BlockLab Stuttgart und natürlich auch bei unseren Medienpartnern, der BWCon, der IHK der Region Stuttgart und der Wirtschaft Digital Baden-Württemberg, die uns hier unterstützen. Und würde einmal kurz vorstellen, was wir heute vorhaben. Eine ganz kurze Einführung, was ist eigentlich European Public Network? Und dann werden wir uns sehr schnell auf den Impulsvertrag von dem Eduard Grün fokussieren zu den technischen Grundlagen. Als drittes entfällt die Diskussion zwar mit Jan Junge, aber wir konnten den Max Bayer gewinnen und ich werde natürlich auch mit diskutieren. Und wir werden den Eduard als Nicht-Techniker dann etwas löchern, um auch für alle verständlich Blockchain-Technologie aus einer Business-Perspektive erklären zu können. Was ist EPN? EPN ist eine Non-Profit-Organisation. Wir sind ein Ökosystem und eine aktive Gemeinschaft. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein funktionierendes Blockchain-Netzwerk aufzubauen oder mehrere, die eben rechtskonform, nachhaltig und compliant sind. Dazu bauen wir im Prinzip die Infrastruktur auf, um als Business-Netzwerk für Unternehmen, von Unternehmen eine Straße zu haben, auf der Werte transportiert werden können. Werte, wir haben natürlich uns als erstes mal damit beschäftigt, was ist unsere Vision? Wir möchten ein führendes Ökosystem sein für die Erforschung von DLT-Technologie und der durch sie ermöglichten Geschäftsmodelle. Wir betreiben unter anderem dafür rechtskonforme Netzwerke, um das Potenzial zu erforschen und zu nutzen. Und wir sind vor allen Dingen erstmal unabhängig als Verein. Wir werden nicht beherrscht von jemandem anderen, sind auch von der Struktur nicht beherrschbar. Wir betreiben rechtskonform und nachhaltig die Infrastrukturen. Jetzt aber schnell zu unserem Impulsvortrag von dem Eduard. Ich darf Eduard ein wenig vorstellen. Eduard Grün ist seit über 10 Jahren in der Softwareentwicklung und im agilen Projektmanagement tätig. Er arbeitet bei Festo an der Entwicklung der Economy of Things, hat dazu auch selber spannende Projekte, unter anderem auf Blockchain, gerade in Arbeit. Und er war Teil der Fokusgruppe Blockchain, die in der letzten Legislaturperiode vom Wirtschaftsministerium initiiert wurde und berät natürlich dann auch in dieser Funktion zu wichtigen Fragen im Bereich Blockchain-Technologie. Gleichzeitig lehrt er an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg, befasst sich mit der Sharing Economy und mit digitalen, dezentralen Marktplätzen. Lieber Eduard, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns ein wenig in die technischen Grundlagen einzuführen. Und dann würde ich sagen, the stage is yours. Ich übergebe dir, oder besser, du nimmst dir den Bildschirm und startest mit deinem Vortrag. Ja, vielen Dank, Christian, für die Einführung. Dann wechseln wir hier mal kurz die Kanäle. Und dann kann es auch gleich losgehen. So, hallo von mir nochmal. Eduard Grün, mein Name. Ja, Sie haben es wahrscheinlich in den letzten Wochen mitbekommen. Der Bitcoin-Kurs ging von einem Allzeithoch zu einem fast nie dagewesenen Crash.
und jetzt wieder auf ein recht annehmliches annehmbaren Handelspreis von 39.000 Dollar. Das war am Montag. Heute ist er, glaube ich, wieder ein bisschen tiefer gegangen. Ich habe es noch nicht ganz verfolgt. Aber das zeigt auch, was wir hier in dem Ökosystem eigentlich immer sehen, dass die Technologie noch nicht so ganz angenommen ist und auch angekommen ist. Wenn wir uns mal den Handelskurs von Bitcoin über die Jahre hinweg anschauen, dann gab es so etwas Vergleichbares schon mal am Ende vom Jahr 2017. Da war der Kurs dann bei 18.000 Euro angekommen und im Laufe vom Jahr 2018 ist er dann auf 12.000 gesunken. Genau, also eigentlich nichts Neues, was wir jetzt die letzten Wochen durchgemacht haben. Aber wissen Sie, was ich da am spannendsten dran finde? Diese Kurve erinnert mich immer so sehr an diesen Hype-Cycle von Gartner. Für alle, die den Hype-Cycle nicht kennen, erkläre ich den kurz. Gartner beurteilt neue Technologien anhand ihrer Reife, anhand dem Sentiment, was diese Technologie hat, und zeichnet so eine Kurve auf. Dabei hat sich über die Jahre Folgendes herausgestellt: So eine Technologie, die startet irgendwann mal, da gibt es einen Innovationstrigger. Die Erwartungen an diese Technologie steigen. Man weiß noch nicht so ganz, was dort alles möglich ist, aber man verspricht sich ein neues Wunderheilmittel für die Problemchen, die man so hat, bis man dann eben am Gipfel der überhöhten Erwartungen ankommt und dort realisiert, naja, so wirklich all das, was wir gedacht haben, kann diese Technologie gar nicht. Und ab dort beginnt dann der Sinkflug in das Tal der Desillusion, wo man dann merkt, okay, vielleicht haben wir doch was falsch verstanden. Und dann kommen wir zur Steigung der Erleuchtung. Also das sprich, die Technologie verbleibt dort in diesem Tal erstmal. Das Wissen über die Technologie reift und man versteht, wozu das Ganze eigentlich tatsächlich eingesetzt werden kann. Und wie Sie sehen, schätzt Gartner Kryptowährungen wie Bitcoin eben gerade hier auf der Steigung der Erleuchtung ein. Das heißt, diese Eruption, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist nichts anderes, dass man hier wieder eine Konsolidierung von dem Nutzen von dem Ganzen gesehen hat, bis wir dann irgendwann mal auf dem Plateau der Produktivität ankommen. Wie Sie aber auch sehen, schreibt Gartner hier noch von ganz anderen Technologien, die auch auf Blockchain basieren. Wir können nämlich nicht nur Kryptowährungen dort drauf abbilden, sondern ganz andere Use Cases auch mit aufbauen. Und um diese Use Cases zu verstehen, ist es nun mal wichtig zu verstehen, wie Blockchain funktioniert. Deswegen sind Sie heute wahrscheinlich auch alle hier. Und deswegen möchte ich noch kurz starten mit Einblick, was denn so diese Top-Use Cases sind nach Deloitte. Deloitte hat die letzten 3 Jahre immer einen Global Blockchain Survey durchgeführt mit über 5.000 Beteiligten, wo KMUs als auch große Unternehmen dabei sind. Und laut Deloitte ist einer der Top-Use Case oder der Top-Use Case digitale Währung, was wir auch sehen mit Bitcoin, Ethereum und diesen ganzen anderen Coins, die mittlerweile entstanden sind. Dicht gefolgt von Data Access oder Sharing. Ich erkläre das später, warum das so ein guter Use Case hier ist. Data Reconciliation, was einfach nur den Datenabgleich bedeutet. Identitäten können verwahrt werden oder geschützt. Das hat eben auch mit einem der Attribute der Blockchain zu tun. Und schlussendlich sind Zahlungen möglich. Ne? Wenn ich das Ganze als Währung benutze, dann will ich das natürlich auch zum Zahlen benutzen. Aber wie wir hier sehen, sind auch noch ganz andere Use Cases möglich. Wie gesagt, Deloitte macht diese Umfrage schon seit 2018 und man kann im Grunde stellen die dort immer die gleichen Fragen, aber man kann über die Jahre einen Trend sich abzeichnen sehen. Ne? Zum Beispiel bei der Frage, es wird kritisch, die Technologie Blockchain wird kritisch und auch in unseren Top 5 strategischen Kriterien sein. Das hat 2018 hatten da nur 43% der Unternehmen mit Ja geantwortet. Mittlerweile sind es 55%. Wenn man die Frage andersrum stellt, und zwar ist die Technologie Blockchain wird wichtig sein, aber nicht in unseren Top 5
strategischen Prioritäten, dann sieht man, dass hier bei dieser Fragestellung eben die Unternehmen eben immer weniger dazu antworten. Genau, und wie man sieht, scheint das Thema immer mehr in den Unternehmen anzukommen. Die Wichtigkeit wird erkannt, deswegen auch solche Bildungsreihen, wie wir sie jetzt gerade anbieten, um dort eben auch den Unternehmen helfen zu können, die Technologie zu verstehen und zu wissen, wo und wann sie die Technologie einsetzen können. So viel zur Einführung. Schauen wir uns doch heute einfach mal die Technik an. Wir haben hier Alice und Alice kauft bei Bob ein Fahrrad. Und dieses bezahlt sie, wenn sie Bob persönlich kennt, meistens bar heute noch. Oder geht das nicht, weil Bob viel zu weit weg wohnt oder sie Bob schlichtweg nicht kennt, dann braucht sie jemand, der ihr hilft. Im Normalfall ist das Ted. Ted ist nämlich ihr Banker. Und Ted kennt auch Bob. Und über dieses Dreiergestirn können jetzt Zahlungen von Alice zu Bob weitergeführt werden. Und Bob ist auch in der Lage, das Fahrrad für Alice schon früher, als die Bezahlung reinkam, auszuschicken, weil er kennt ja auch Ted und hat somit das Vertrauen, dass die Zahlung ihn auch irgendwann mal erreichen wird. Diese Dienstleistung macht Ted nicht nur für Alice und Bob, sondern wie Sie wissen, für jeden anderen, der irgendwie auf dem Geldmarktplatz tätig ist. Würde Alice das Ganze jetzt mit Kryptowährung bezahlen, übernimmt die Blockchain im Grunde genau das, was Ted früher für die beiden getan hat. Und zwar diesmal ohne zentrale Instanz, nämlich allein durch die Blockchain, durch die Technologie. Also sprich, wir haben hier eine sogenannte Trustless-Technologie oder der Kollege Junge sagt auch immer eine Wir-Technologie. Diese Technologie ermöglicht es einfach, gemeinsam einen Wahrheitswert zu finden. In dem Beispiel hier eben der Versand von Geld. Wie kann denn Alice jetzt so einen Geldwert verschicken? Ganz einfach. Zuerst mal braucht sie eine sogenannte Wallet. Hier links in dem Bild, da sieht man eine Handy-App, die ein Wallet abbildet. Und so eine Wallet, die verwahrt einmal einen öffentlichen Schlüssel. Das können Sie mit Ihrer IBAN-Nummer vergleichen. Jeder, der Ihren öffentlichen Schlüssel hat, der kann Ihnen einen Coin schicken. Und dann brauchen Sie auch nochmal einen privaten Schlüssel. Den können Sie wiederum mit Ihrer PIN oder TAN vergleichen. Diesen privaten Schlüssel nutzt Alice oder sie später auch dazu, ihre Transaktion zu verschlüsseln und zu signieren, sodass diese unveränderlich im Netzwerk bearbeitet werden können. Eine kleine Besonderheit hier ist, dass der öffentliche Schlüssel aus dem privaten Schlüssel abgeleitet wird. Das Ganze nennt sich asymmetrische Verschlüsselung. Ist schon eine recht alte Technologie. Ich glaube, die wurde in den 80er Jahren erfunden und somit auch dementsprechend robust. Also eine Wallet ist nichts anderes als ein Konto? Nein. Im Konto verwahren wir ja tatsächlich auch unsere Geldwerte, richtig? Oder in unserem Geldbeutel. Dagegen hat so eine Wallet, die hat tatsächlich nur ihr Schlüsselpaar gespeichert. Wo das Geld sich befindet, das steht dann wiederum auf der Blockchain. Und wenn ich dann eben nachschauen will, wie viel Geld habe ich denn, dann wird im Grunde eine Berechnung gestartet, wie viel Geld denn da gerade auf deinem öffentlichen Schlüssel verfügbar ist. Also das heißt, die Blockchain hat diese ganzen, alle meine Transaktionen in der Historie und sagt dann, auf den Schlüssel sind so und so viele Transaktionen zugeflossen und so viel abgeflossen, also ist so und so viel drauf. Exakt. Okay. Genau. So. Also wie ein Buchhalter. Im Grunde, genau. Okay. Genau, Blockchain ist auch eine Unterkategorie der Distributed Ledger Technologien. Distributed Ledger heißt frei auf Deutsch übersetzt verteiltes. Wieso malt da jemand auf meinem Bildschirm rum? Seht ihr das auch? Ja. Verteiltes Orderbuch. Und somit sehen wir dann eben über dieses verteilte Buch auch, was dort passiert ist. Genau, jetzt hat Alice ja einen Geldbeutel bzw. eine Wallet. Um jetzt tatsächlich auch Geld versenden zu können, braucht sie ja erstmal einen Coin.
Und den bekommt sie am besten auf einer sogenannten Kryptobörse. Das ist vergleichbar mit unserer Aktienbörse. Dort sind verschiedene Teilnehmer, die eben ihre Coins anbieten. Ich als Nutzer kann dort dann eben einen Coin gegen Euro kaufen und dann sorgt die Börse dafür, dass der Nutzer auch den Coin auf meinen öffentlichen Schlüssel überträgt. Also sprich, in so eine Transaktion gehören dann erstmal der Input, also sprich, wenn dieser Coin-Trader mir seinen Coin weitervermachen will, kommt hier erstmal die Auflistung seiner Coins, die er nutzen will, rein, um mich zu bezahlen. Dann der Betrag, also sprich, wenn ich 3 Bitcoin kaufe, dann steht hier 3 drin. Und am Ende die Adresse von Alice, an den das Ganze gehen kann. Diese Transaktion nimmt die Wallet dann, signiert die mit dem privaten Schlüssel, sodass diese Transaktion nicht mehr änderbar ist und sendet sie in das Netzwerk, in das Blockchain-Netzwerk hinaus. Dabei kann man sich das Ganze so ein bisschen wie ein Chat vergleichen. Angenommen, Alice und Bob verabreden sich auf ein Bier, dann können die das über ihre Chatprogramme auf den Handys unabhängig voneinander tun. Wenn sie sich dann auf einen Zeitpunkt verabredet oder geeinigt haben, ist dieser in dem Chatverlauf der einzelnen Geräte festgespeichert. Möchte Bob jetzt doch später kommen, kann er ja nicht rückwirkend auf jedes der einzelnen Geräte gehen, dort die Nachrichten ändern, um dann eben die neue Uhrzeit zu vereinbaren, sondern muss diesen Vorgang neu starten. Und genauso funktioniert das in der Blockchain auch. Wir haben verschiedene Teilnehmer, die sich auf eine gemeinsame Wahrheit einigen und dann eben den Block schreiben, der dann wiederum auf den verschiedenen Teilnehmern repliziert ist, sodass ich als Angreifer eben mehrere Computer ändern müsste. Also ich kann ein Chat oder eine Transaktion nicht nachher löschen. Exakt. Ja. Und das heißt, ich muss dann quasi eine Änderungstransaktion machen. Du musst im Grunde den Euro, den du fälschlicherweise irgendwo überwiesen hast, der muss dann wieder von dem Empfänger weiter an dich zurückgeschickt werden. Das kenne ich ehrlich gesagt noch aus meiner Buchhaltungsklasse. Da hast du dann eine Gegenbuchung gemacht. Ne? Das war im Prinzip das Gleiche, aber gleicher Betrag, aber umgekehrte Vorzeichen. Ja, exakt so, genau. Mhm. Genau. Das Netzwerk sieht folgendermaßen aus. Wir haben die verschiedensten Teilnehmer. Einmal die ganz normalen Nutzer mit ihren Wallets, so wie Alice. Dann die sogenannten Full Nodes. Diese Knoten beinhalten die komplette Blockchain seit Anbeginn, also sprich mit Block 0 oder 1, startend bis zu dem heute aktuellen. Das sind knapp 300 Gigabyte, meine ich heute bei Bitcoin. Und schlussendlich gibt es noch die sogenannten Miner. Die sind zuständig für die Absicherung des Netzwerks. Und wie die das machen, zeige ich jetzt. Ich habe hier mal so einen noch leeren Block. Und wie wir wissen, diese Transaktion, die Alice vorhin losgeschickt hat, wabert jetzt eben durch dieses Netzwerk. Einer der Miner fischt die raus und baut die mit anderen Transaktionen, die in den letzten 10 Minuten passiert sind oder ins Netzwerk gegeben wurden, zu einem Block zusammen. Dann sucht er sich die Adresse des vorhergehenden Blocks, also der letzte, der gültig ist, und berechnet dann den sogenannten Proof of Work darauf. Was der Proof of Work ist, beziehungsweise was der Hash davon ist, kommt in der nächsten Folie. Und wie wir hier sehen, haben wir dann folgendes Attribut. Dadurch, dass ich auf diese Daten hier ein Hash berechne. Ein Hash ist im Grunde eine mathematische Funktion, die in eine Richtung leicht zu rechnen ist, in die Rückrichtung aber unheimlich schwer zu rechnen ist. Können jetzt Daten, die hier unten verändert werden, würden dazu führen, dass hier oben der Proof of Work oder der Hash verfälscht werden würde oder sich ändern würde. Dadurch, dass ich ja diese Verknüpfung zwischen den Blöcken habe, würde dann
der Pfeil hier, der ja auf den letztgültigen Wert oder Block zeigt, nicht mehr stimmen. Und somit würde meine Kette reißen. Und dieser veränderte Block, wo ich jetzt eben eine falsche Transaktion drin habe, wäre so nicht mehr in der Chain drin. Aber wer kann das denn verstehen? Also das kann ja schon mal kein Mensch lesen. Genau. Sind das jetzt nur Beispielstransaktionen oder kannst du da auch sagen, Eduard muss Christian 10 Euro zahlen? Genau, nee, das sind jetzt hier einfach ausgedachte Transaktionshashes. Also im Grunde, ich gehe noch mal kurz eine Folie weiter, dann erkläre ich, was ein Hash ist. Vielleicht ist dann leichter vorzustellen. Genau, jedes Mal, wenn ihr euch ein Smoothie zugebereitet habt, ist das im Grunde das Gleiche, wenn der Miner den Hash berechnet. Ihr wisst ja, um so einen Smoothie zu bereiten, dann nehmt ihr eine Orange, eine Paprika, zwei Karotten und mixt das Ganze durch. So, ihr als Hersteller wisst ganz genau, was da drin ist. Aber jemand, der jetzt diesen Smoothie trinkt, ja, für den wird es ziemlich schwierig sein, aus dem Püree wieder zurückzurechnen oder zurückzukommen, was denn da alles drin ist. Und genauso funktioniert der Hash auch. Ich habe hier eine mathematische Funktion, der nimmt meine Transaktion oder meinen Block, dann wird der hier unten gehasht, da kommt dann irgend so ein Ergebnis raus, das eine 1:1 Darstellung von dieser Transaktion ist. Aber um von diesem Wert zurück auf die eigentliche Transaktion zu kommen, das ist schier unmöglich. Auch ein weiteres Sicherheitsmerkmal von der Blockchain. So, ich gehe jetzt mal auf diese Folie zurück. Und wie wir hier eben gesehen haben, macht ja der Miner nichts anderes als auf diese Daten hier, also sprich die Transaktionen und den Hash des vorhergehenden Blocks, nochmal diesen Hash auszuführen, um dann eben, wie gesagt, aus dem Smoothie nicht mehr zurückrechnen zu können. Und dann haben wir die Verkettung, die dann eben dazu führen würde dieser Hash oder dieser Block geändert werden, dass der neuere Block ins Leere zeigt. Also dieser Proof-of-Work-Block, der ganz oben steht, der errechnet sich aus allen Transaktionen plus dem vorherigen Block. Exakt, genau. Okay, und wie weiß man dann, dass quasi der jetzige Block dann unverändert ist? Ich muss ja irgendwie, kann ich das auslesen aus dem nächsten Block, dass das Hashtag 0007 und so weiter ist? Oder wie komme ich darauf? Genau, also was hier noch fehlt, ist natürlich der Zeitstempel von dem Block. Das heißt, ich kann über den Zeitstempel immer herausfinden, welcher der neueste Block ist. Mhm. Und ab da kann ich ja dann eben über den Previous Block Hash herausfinden, wie denn die Kette aufgebaut ist. Und dann habe ich eben diese Sicherheit, dass ältere Blöcke nicht veränderbar sind. Natürlich habe ich das Problem, wenn ich eine Transaktion habe, die im neuesten Block drin ist und der schon zu 100% vertrauen möchte, dann gibt es die Möglichkeit, dass ein Angreifer einen neuen Block erstellt oder beziehungsweise zwei neue Blöcke, die meine Transaktion, die Transaktion, die mir Geld schickt, nicht mehr beinhalten. Und dadurch, dass der Angreifer schneller gerechnet hat und das Netzwerk diese auch für wahr akzeptiert hat, kann es eben sein, dass meine Transaktion dann nicht mehr dort drin ist. Mhm. Deswegen ist am besten bei höheren Beträgen mindestens mal 3 Blöcke abzuwarten, besser ist 6 Blöcke. Dann ab 6 Blöcken ist es im Grunde unmöglich, dass dort eine Veränderung stattfindet. Okay. Und genau. So, jetzt haben wir ja hier die Blöcke, die so langsam existieren. Und wie wir schon gesagt haben, es gibt ja mehrere Miner, die gleichzeitig versuchen, einen neuen Block zu finden. Das heißt, es kommt unweigerlich zu einer sogenannten Gabelung oder Fork, wie es in der Community genannt wird. Das heißt, zu dem Zeitpunkt haben 2 Miner in etwa gleichzeitig einen neuen Block gefunden. Und dadurch, dass ja der Miner dafür vergütet wird, dass er einen neuen Block sucht, wird er natürlich seinen eigenen als den nächstgültigen akzeptieren und auf diesem weiterbauen. Das heißt, wir haben im Grunde potenziell unendlich viele Forks zu jeglichem Zeitpunkt, die alle diese
Transaktion halten. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick, mit dem festgestellt wird, welcher Fork denn der gültige ist. Und das ist einfach die Kette, die am längsten ist. Also in dem Fall hat der Miner hier oben gewonnen. Hier sind die meisten Blöcke dazugekommen. Das heißt, das Netzwerk entscheidet sich für diese Kette als die gültige Blockchain. Okay, aber warum sollte dann richtig liegen? Also es können ja die unten auch richtig liegen. Was passiert dann mit den Transaktionen, die unten drin sind? Genau, das kann ja sein, dass hier unten eine Transaktion drin ist, die hier oben noch nicht reingekommen ist. Dadurch, dass wir jetzt hier die obere als die gültige festlegen, werden die Transaktionen, die hier unten liegen, die verfallen und gehen wieder neu in das System rein. Das heißt, eine Transaktion, die dort unten eingebaut wurde, wird dann eben in einem kommenden Block wieder neu berücksichtigt. Es geht nichts verloren in dem System. Okay. Und was machen die Miner? Du hast vorhin gesagt, die suchen einen neuen Block. Was machen die denn dafür? Also dieses Mining hat ja irgendwie was mit Erzabbau zu tun oder so. Genau. Genau, das Mining kommt einfach daher, dass in Satoshi Nakamotos Paper steht drin, dass jeder, der eben so einen neuen Block kreiert, darf sich, was sind es aktuell, nur noch 6 Bitcoin selbst auf sein eigenes Konto auszahlen lassen. Und das kommt ja im Grunde genau dem Goldschürfen gleich, wo früher eben ein Schürfer an den Fluss gegangen ist, sein Gold rausgeholt hat und damit dann eben neues Geld geschaffen hat. Und so entsteht eben im Bitcoin-Ökosystem auch neues Geld, indem ein neuer Block entsteht. Durch diese Analogie kam einfach der... Okay, also die werden dafür bezahlt, für ihre Blocksucharbeit. Ja, exakt. Ja, und das Blocksuchen ist dann vorhin das Herstellen vom Smoothie oder ist das noch was anderes? Im Grunde ist es tatsächlich das Suchen vom Smoothie. Und zwar gibt es ja noch so eine kleine Besonderheit. Und zwar die Difficulty oder die Schwierigkeit, mit der die Miner umgehen müssen. Und zwar hat das den Hintergrund dadurch, dass man sich auf eine Zeitkonstante festgelegt hat, die bei Bitcoin 10 Minuten beträgt, also alle 10 Minuten soll ein neuer Block entstehen, bedeutet das im Umkehrschluss, ist mehr Rechenkapazität im System. Also sprich, rechnen die Miner schneller als 10 Minuten, um einen neuen Block zu finden, wird diese Difficulty erhöht. Das heißt, in meinem Hash werden vorne mehr Nullen vorgegeben, sodass ich dann weniger Freiheitsgrade für den eigentlichen Hash habe und so öfter ausprobieren muss, um einen Hash zu finden, der dort eben reinpasst. Also ich mache mehr Smoothie oder ich mache einen Smoothie mit mehr Gemüse? Das ist eine gute Frage. So habe ich mir das jetzt auch noch nicht gestellt. Ich glaube, ich mache mehr Smoothie. So. Ja. Also man macht öfter einen, bis man einen erwischt, der die richtigen Zutaten hat. Ah, okay, das heißt, du versuchst herauszufinden, woraus dieser Smoothie besteht und wenn du es richtig hast, dann kannst du den neuen Block kreieren oder dann ist der Block richtig. Das ist eine gute Zusammenfassung, ja. Okay, wunderbar. Apropos Zusammenfassung, du hast, glaube ich, vorhin so ein D gemalt. Vielleicht kannst du das... Das ist von mir tatsächlich. Ich glaube schon. Ich weiß noch nicht, wie ich da... Na, dann ist egal. Ich glaube nicht, dass wir gehackt wurden. Hey, keine Ahnung. Ist egal. Alles, jetzt. Du hast so einen Zeichenstift gehabt, genau. Anscheinend, also ich kannte die Funktion auch noch nicht. Genau, gehen wir weg vom Minen und sich bezahlen lassen für Smoothies zubereiten hin zur Sicherheit von Blockchain-Netzwerken. Angenommen, wir haben einen Angreifer, Chuck, der möchte Alice und Bob mit genau dem gleichen Coin bezahlen. Also stellen Sie sich vor, Sie würden heute von jemandem was abgekauft bekommen, der bezahlt Sie. Sie gehen damit einkaufen, wollen jemanden selbst was bezahlen und plötzlich ist dieser Coin weg, aber dafür bei Ihrem Gegenüber in der Wallet. Das ist möglich, weil in der digitalen Welt, wissen Sie ja selbst, können Daten unendlich oft kopiert werden. Das heißt, wenn wir einen Coin als
sagen wir mal, ein Excel-File oder Excel-Datum definieren würde, der könnte so oft kopiert werden, wie wir wollen, wie es möglich ist. Und eben, um dieses Double-Spending-Problem eben entgegenzuwirken, da kommt eben die Blockchain ins Spiel. Und das ist auch das Novum an der Blockchain, das war vorher so nicht möglich, zumindest nicht ohne zentrale Instanz. Deswegen schauen wir uns mal an, wie das Double-Spending-Problem hier gelöst wurde. Also wie gesagt, Chuck probiert Alice und Bob mit dem gleichen Coin zu zahlen. Dazu erstellt er eine Transaktion, die besagt, dieser Coin geht an Alice, an ihren öffentlichen Schlüssel, die schickt er ins Netzwerk, die bearbeitet das, der Miner prüft, sorry, der Kollege ist ein bisschen, der Miner prüft, ist die Transaktion korrekt, stellt fest, ja, Chuck hat tatsächlich diesen Coin und dann schreibt er eben diese Transaktion in den Block und macht sich daran, den nächsten zu finden. Jetzt versucht Chuck, wie gesagt, den gleichen Coin auch nochmal an Bob zu transferieren. Dazu erstellt er eine neue Transaktion. Da steht der gleiche Coin drin, diesmal an die Adresse von Bob. Die schickt er wieder ins Netzwerk. Einer der Miner greift diese Transaktion auf, prüft, ist die korrekt und sieht, na Moment mal, dieser Coin, den Chuck gerade versucht an Bob zu transferieren, der wurde ja schon ein, zwei Blöcke vorher an Alice transferiert. Der kann das doch gar nicht. Ergo schmeißt er die Transaktion weg und Chuck kann diesen Coin eben nur einmal ausgeben. So, da sehen wir auch schon die Sicherheit, die inhärent ist in der Blockchain. Es gibt natürlich ein paar Angriffsvektoren, die theoretisch passieren könnten. Ich wüsste noch nicht, dass es eine Chain gibt, wo sowas passiert ist. Vielleicht kennt ihr ein Beispiel. Und zwar wäre ein Angriffsvektor der, dass ein Angreifer es schafft, mehr als 51% der Rechenpower des Netzwerks selbst zu stellen. Also wäre er immer in der Lage, als erster einen neuen Block zu erstellen. Und somit könnte er bestimmen, welche Coins wohin gehen. Ja, weil ich ja quasi als einzigster in der Lage bin, zu definieren, was denn da auf die Blockchain draufkommt. Das gibt es ja oder das gab es ja in der Vergangenheit. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie so eine große Wohnungseigentümergemeinschaft, die global verteilt ist. Wenn ich 1000 Stimmen insgesamt habe und dann 51% davon sehe, dann habe ich halt 501 Stimmen, die dann zustimmen müssen. Wenn ich es aber schaffe, bei dieser 1000 mannstarken Eigentümergemeinschaft zwar alle einzuladen, aber dann IP-Bereiche abschneide, sodass ich nur noch bestimmte IP-Bereiche zulasse, bei denen ich 41% kontrolliere, dann kann ich natürlich auch diesen Abstimmungsmechanismus steuern. Das gab ja den ein oder anderen Hack, der darauf abgezielt hat, auch die IP-Bereiche, also die Adressbereiche der abstimmenden Server zu kontrollieren. Ja, das bei Bitcoin? Also, das waren andere Chains. Das sind meistens kleinere Ketten, die einfach nicht die Rechenpower haben, aber bei den großen etablierten wie Bitcoin, Ethereum, das wird schon ziemlich schwierig mittlerweile, da eben so ein Hack einzufordern. Ja. Genau, gehen wir weiter und beziehungsweise Alice geht weiter, hat mittlerweile ihr Fahrrad und macht eine kleine Radtour. Und auf dem Weg dahin kommt sie an so einem Getränkeautomaten vorbei, hat Durst, kauft sich ein Getränk und beim Einwerfen von ihrem Eurostück denkt sie sich, geht das eigentlich auch mit der Blockchain, dass ich mit einer Überweisung oder einer Transaktion automatisiert was anstoßen kann? Das geht tatsächlich. Das Ganze nennt sich Smart Contracts. Ist jetzt mehr Teil von Ethereum. Bitcoin arbeitet momentan daran, sowas auch einzuführen. Und mit so einem Smart Contract, das kann man sich als kleines Programmchen in der Blockchain eben vorstellen, das immer dann ausgeführt wird, wenn eine Transaktion auf die Adresse von diesem Smart Contract geht. Das hier ist ein ganz einfacher. Er prüft einfach, ob der Sender genügend Geld hat und wenn ja, dann überweist er eben einen gewissen Betrag an den Empfänger. Es gibt aber noch viel kompliziertere, wie ganze Verträge, die dort abgebildet werden können oder Treuhänddienstleistungen, die
die dann eben prüfen, ist genügend Geld eingegangen, um, weiß nicht, ein Crowdfunding vielleicht zu finanzieren. Aber es sind auch noch ganz andere Möglichkeiten da. Man spricht da von sogenannten Decentralized Autonomous Organizations, die eben solche Vorgänge komplett abbilden. Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, wenn ich jetzt aus dem Automaten was rausziehe, was ich nicht wollte, gesagt, ich habe mich vertan, was mache ich dann? Ja, der Code gilt. Dann muss ich die Cola trinken, obwohl ich die Fanta will. So sieht es aus. Okay. Genau, das ist einer vielleicht der Nachteil, aber vielleicht auch ein großer Vorteil. Dadurch, dass ja alles, was auf so einer Blockchain draufkommt, unveränderlich ist, ist auch das Programm bzw. der Smart Contract, wenn er dann mal auf die Blockchain transferiert wird, unveränderlich. Und damit ist natürlich jeder Fehler, den ich dort mit einprogrammiere, habe, auch Teil von meinem Programm. Ja, das heißt, ich kann es gar nicht stoppen. Immer wenn das angetriggert wird, zu sagen, da fällt meine Münze rein und es wird gewählt, dann kommt immer irgendein Getränk raus. Aber dieses Programm läuft immer weiter, solange ich eine Münze habe und rein. Man könnte versuchen, über einen Community-Konsens den Smart Contract wieder aus der Chain zu nehmen. Das ist dann aber ein bisschen eine aufwendigere Geschichte. Also sprich, da muss die komplette Entwickler-Community von Ethereum oder von der Chain, die man eben nutzt, sich darauf einigen, dass der Kontrakt eben aus dem System genommen werden muss. Und wenn ich so eine einfache Wenn-Dann-Schleife habe, dann macht es ja absolut Sinn, dann, dass ich zuverlässig meine Lieferung bekomme und das und da mich auch verlassen kann drauf. Ne? Schwierig wird es halt, wenn ich irgendwie unklare Situationen habe. Dann muss ich doch meinen Anwalt irgendwann anrufen. Genau. Ja. So viel zum Thema, wie funktioniert eine Blockchain? Ich sehe schon, wir haben 16.40 Uhr. Ich würde direkt auf die Diskussion weitergehen oder wollen wir noch die Use Cases durchklicken? Vielleicht könntest du noch, wenn ihr zum Beispiel an einem Use Case arbeitet, über den du reden könntest, dann kann man das vielleicht nochmal plastisch machen, wie ihr bei Festo da vielleicht was ihr vorhabt. Vielleicht kannst du es ein bisschen skizzieren. Ja. Dann würde ich auch sagen, dann spreche ich doch ein bisschen aus dem Nähkästchen und zwar schauen wir uns kurz ein, zwei Use Cases, die man bei Festo machen an. Der Use Case Finanzdienstleistungen hat man ja jetzt an dem Beispiel genügend, ist auch wahrscheinlich der ausgereifteste mittlerweile, was eben Kryptowährungen angeht. Möchte ich auch gar nicht heute darauf eingehen. Was wir uns bei Festo anschauen, ist so Supply Chain-Themen, sprich, wie kann ich denn die Produktion oder die Herstellung meiner Produkte besser tracen, auch über die verschiedenen Stationen, die so ein Produkt durchnimmt. Ich habe das hier mal anhand von einem Fisch gemacht. Also wenn ich als Endkunde im Supermarkt mir so ein Päckchen Sushi kaufe, dann könnte ich über so eine Blockchain-Lösung den QR-Code scannen, der dort drauf ist und sehe dann, okay, der Fisch wurde im Südpazifik gefangen. Der Lieferant hat immer die Kühlkette eingehalten. In der Fabrik waren auch nur ausgebildete Sushi-Köche und der Supermarkt, der hat das tatsächlich erst seit 2 Tagen im Kühlregal, sodass ich dann eben sicher einkaufen kann. Und so was Vergleichbares gucken wir eben bei Festo auch an, wie wir da eben diese verschiedenen Supply Chains Stationen tracen können, um da eben einmal mehr Transparenz in unsere Produktion zu kriegen. Wenn ich fragen darf, brauche ich da überhaupt Blockchain gar nicht bei einem Supermarkt-Case? Wenn der Supermarkt am Ende quasi eine zentrale Datenbank betreibt, kann er doch auch alle irgendwie zwingen, da reinzutragen. Das kann ich schon, aber wie wir schon gesehen haben, das ist eine Wir-Technologie oder eine Trustless-Technologie. Das heißt, wenn der Supermarkt das macht, dann muss ich als Endkunde, habe ich eben nur den Supermarkt, dem ich vertrauen kann. Und ob der jetzt die Daten tatsächlich korrekt von den anderen Parteien abgespeichert hat, das ist dann eben das, wo ich dem Supermarkt einen Vertrauensvorsprung geben kann oder geben muss in dem Fall. Dadurch, dass wir eben auch in dieser Eingangsfolie gesehen haben, dass Datenverteilung einer der Kern-Use-Cases für eine Blockchain ist,
ist es ja sinnvoller, dann einfach jede Partei dort direkt draufschreiben zu lassen, was sie denn gemacht hat. Ja, also wenn jeder transparent weiß, was passiert ist, habe ich im Prinzip auch mehr durch Transparenz mehr Vertrauen und eben auch mehr Sicherheit durch diesen Absprungsmechanismus. Genau, eine andere Geschichte ist, wenn wir schon bei der Kühlkette sind, dann kann ich mir ja vorstellen, dass ich meine Transport-LKWs mit dem IoT-Sensor ausrüste. Der sendet zu jeder Zeit die aktuelle Temperatur in seinem Kühlkoffer. Und jetzt könnte ich über ein Smart Contract diese Temperatur überwachen lassen. Und wenn ich feststelle, Moment, lieber Lieferant, du hast die Kühlkette nicht eingehalten, dann gibt es eine Vertragsstrafe. Entweder nehme ich dann das Produkt gar nicht erst an oder zu einem reduzierten Preis. Und das Ganze komplett automatisiert, ohne dass da irgendwie jemand Excel-Files auswerten muss und dann E-Mails hin und her werfen, geschickt werden müssen. Okay, gibt es noch irgendwie was wir irgendwie so den Zuschauern mitgeben können als Zusammenfassung, zu sagen, okay, vielleicht was macht Festo EW, was muss ich denn vielleicht mitnehmen, wann wende ich Blockchain an? So als genau. Takeaway. Da würde ich eben weiterspringen. Was haben wir heute mitgenommen? Im Grunde kann man eine Blockchain mit einer Datenbank vergleichen, auch wenn es keine traditionelle Datenbank ist. Man spricht hier eben von diesen Distributed Ledgers. Wenn ich ein Problem lösen möchte, dann muss ich mir hier eben immer im Klaren sein, dass es auch andere Datenbanken gibt, wie eine SQL-Datenbank, die mein Problem höchstwahrscheinlich auch löst, vielleicht sogar auch besser. Und da möchte ich einfach diese Folie als kleine Hilfestellung mitgeben. Und zwar haben wir hier so einen Entscheidungsbaum, wann eine Blockchain sinnvoll ist. Die fängt einfach damit an, müssen die Zustände überhaupt gespeichert werden. Also wenn mich die Daten nicht interessieren, brauche ich auch nicht so abspeichern, aber ich glaube, das muss das klarste Jahr sein. Also die Daten sind das neue Gold, also wir wollen alle Daten speichern. Genau. So, dann gehen wir weiter. Gibt es einen einzigen Schreibberechtigten? Also ist das eine Anwendung, die bei mir in meiner Fabrik läuft oder in meinem Geschäft? Dann bin ich der einzigste Schreibberechtigte. Es gibt keinen Partner oder sonst was. Dann nehme ich einfach eine zentrale Datenbank wie mein SQL oder mein SAP. Vollkommen ausreichend. Gibt es mehrere Schreibberechtigte? Also sprich nicht mein Kollege, sondern habe ich einen Partner, der in einer anderen Firma ist oder jemanden, dem ich nicht zu 100% vertraue? Dann gehen wir schon in Richtung Blockchain. Und zwar ist dann die Frage, müssen Datenbankfunktionen überwacht werden? Also Datenbankfunktionen sind Schreiben, Lesen, Löschen. Also habe ich das Vertrauen, dass die anderen das ohne Überwachung machen können? Wenn ja, dann nehme ich einfach eine geteilte zentrale Datenbank, wo alle einfach Zugriff haben. Wenn nein, dann gibt es Anbieter, die eben so eine Überwachung übernehmen. Die muss ich natürlich bezahlen. Aber der könnte das eben auch tun. Dann bleibe ich bei einer zentralen verteilten oder geteilten Datenbank. Wenn ich so einen dritten eben nicht haben will, weil wir ja, wie vorhin gesehen haben, einfach rein auf technologischer Basis den eigentlich nicht bräuchten und uns dann auch andere Vorteile dadurch reinholen, dann gehen wir immer mehr in Richtung Blockchain und Distributed Databases. Und zwar ist dann die Frage, herrscht Transaktionsinteraktion? Transaktionsinteraktion versteht man, dass eine Transaktion auf eine andere aufbaut, ne? So wie wir das mit den Coins gesehen haben. Alice hat ihren Coin von jemanden aus der Kryptobörse bekommen, überträgt ihn an Bob und Bob überträgt ihn dann nochmal an jemanden weiteren. Und das ist eben so eine Transaktionsinteraktion, sprich eine Transaktion baut auf die nächste auf. Haben wir sowas, dann sind wir schon, wie gesagt, bei den Distributed Ledgern. Und jetzt ist einfach nur noch die Frage, sind die Teilnehmer bekannt? Wenn die bekannt sind, dann neige ich eher zu einem Distributed Ledger oder zu sowas, wie wir eben bei EPN haben, einem Public Permission Network, wo ich dann einfach auch leichtere Konsensalgorithmen nutzen kann.
Sind die Teilnehmer nicht bekannt, also sprich, kann die ganze Welt auf meine Blockchain drauf, wie wir es eben bei Bitcoin oder Ethereum haben, dann sind wir bei einer vollwertigen Blockchain und erst da macht dann eben auch der Einsatz Sinn. Noch ein kleiner Hinweis für die Anwendung. Da wir es ja mit einer Datenbank zu tun haben, haben wir hier auch immer dieses Oracle-Problem. Da würden wir jetzt uns das Beispiel mit dem Kühl-LKW nochmal anschauen. Natürlich schreibt der seine Temperatur in die Blockchain und wir vertrauen auch, dass da die Einrichtung so gebaut ist, dass die nicht gefälscht werden kann. Aber ich sehe leider an den Daten nicht, und das ist egal, ob die Daten in der Blockchain liegen oder auf einer konventionellen Datenbank, ich sehe leider nicht, ob der Lkw-Fahrer da irgendein kleines Apparätchen um den Sensor drumherum gebaut hat, der mir eben einfach immer die richtige Temperatur zeigt. Ne? Wie gesagt, das ist das Oracle-Problem. Damit kämpfen im Grunde alle Datenbanken. Auch die Blockchain wird dieses Problem nicht lösen können. Mit abschließend mit einem kleinen Zitat von Thomas Watson, der war Präsident von IBM im Jahr 1943 und er war damals der Meinung, es gibt einen Weltmarkt für höchstens 5 Computer. Also, heute lachen wir alle über die Aussage, aber ich finde, die Aussage passt genau auch auf, was wir heute in der Presse über Blockchain lesen. Wir sind heute gar nicht in der Lage zu sehen, wo da die Reise noch hingehen kann. Wir sehen natürlich jede Menge Use Cases, die potenziell möglich sind. Aber wie ich auch schon am Anfang gezeigt habe mit dem Hype Cycle, wir sind eben gerade in diesem Reifungsprozess und wir werden sehen, wo da das Ende ist. Genau. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben noch Zeit für Fragen, oder? Ja, wir wollen ja einfach noch mal auch in unsere Fragerunde überleiten. Und deshalb nehme ich dir jetzt erstmal kurz den Bildschirm weg. Genau. Und ich gehe mal auf. Jetzt darfst du nochmal durch die ganzen Vortrag. Ja, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ja, das. Moment, wo sind wir denn? So, da. Jetzt noch einmal kurz die Diskussion mit dem Jan Junge, war ja jetzt eigentlich angedacht, der ist leider krank, aber wir haben den Max gewinnen können, mit uns seine Perspektive einzubringen. Er ist jetzt auch kein Hardcore-Techniker, das ist eigentlich total sympathisch für mich, beschäftigt sich aber trotzdem mit Blockchain. Also er ist eigentlich, interessiert er sich für alles, was Innovation, Tech und Digitalisierung vor allen Dingen im Sportsbereich mit sich bringt, denn er ist eigentlich Sportsmanagement-Student, ist glaube ich bei deinem Master gerade dran, und er engagiert sich in dem Thema Blockchain, unter anderem beim BlockLab, ist aber auch Gründungsmitglied des EPM und er ist der Moderator und Organisator vom Blockchain Stuttgart und KI Lab Meetup und bringt da einfach eine ganze Menge Know-how auch in seiner Historie mit. Max, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und falls ich es nicht gesagt haben sollte, vielen Dank, Eduard, für den Impuls. Gerne. Max, wie siehst du das mit der Technologie? Hast du mehr verstanden als ich? Ich habe ja immer dumme Fragen gestellt. Ja, danke erstmal, dass ich da sein durfte und schöne Diskussionsrunde und guter Vortrag von dir, Eduard, der, sage ich mal, so eine Mischung aus Technik und auch, sage ich mal, allgemeinem Verständnis hat und nicht zu sehr in die Tiefe geht, weil wir erstmal Grundlagen haben. Und da ich mich ja selber auch schon etwas mit Blockchain-Technologie seit längerem beschäftige, gibt es da schon, sage ich mal, spannende Themen, die auch nicht immer für jeden klar sind. Also zum Beispiel immer, wenn es darum geht, okay, ich habe jetzt eine Blockchain-Technologie. Für mich ist das oft auch immer eine langsame Datenbank. Und dann immer auch die Frage ist, okay, jetzt gerade bei Bitcoin, wo ja da auch anscheinend dann die Transaktionen in dem Block begrenzt sind und es dann auch teilweise dauern kann, bis solche Transaktionen validiert worden sind. Wieso verwende ich dann quasi jetzt eine Blockchain-Technologie, beispielsweise im Finance-Bereich, wenn jetzt zentralisierte Lösungen tatsächlich dann doch besser sind? Wie ist quasi sozusagen
da der Vorteil gegenüber. Also ich glaube, du hast ihn schon mal so ungefähr genannt gehabt, aber das sind so Themen, die ich mich dann auch öfters frage, gerade so im Sportbereich. Gibt es so viele Ja. Schnittstellen? Und genau, ich würde mal damit einsteigen. Ich versuche das einfach mal mit einer Analogie zu erklären. Das letzte Mal, als ich bei Amazon einkaufen war, da gab es den Amazon Choice, den Bestseller, Amazon Basics. Jegliche oder Attribute, die den Produkten gegeben sind. Und ich frage mich so ein bisschen, okay, warum bekommt genau dieses Produkt dieses Attribut, ne? Das ist ein bisschen undurchsichtig. Ich schätze mal, das ist einfach ein Produkt, wo Amazon am meisten verdient. Und Amazon ist halt einfach an so einer Stelle, wo ich als Kunde im Grunde, die machen ja nichts anderes wie mich und einen Händler zusammenzubringen. Ne? Und dadurch haben die auch unheimlich viel Einblicke darin, wer kauft denn was und was geht denn gerade so an, ja, am Markt. Das heißt, die sind auch einfach in der Position, den Markt für ihr Wohlwollen manipulieren zu können. Das ist natürlich eine Behauptung, weiß man nicht. Ich hoffe es auch nicht. Und das ist auch genau der Punkt, wo Blockchain ansetzt. Und zwar durch diese Dezentralisierung gibt es einfach jemanden, der in der Mitte ist und alles mitbekommt, im Gegensatz zu denen, die außen stehen und das eben nur irgendwie nutzen wollen, nicht, sondern alle sind gleichberechtigte Partner. Und somit kommt am Ende zu einfach mehr Vertrauen zwischen den Parteien. Also ich kann dann einer Bewertung oder einem Produkt, was auf einer verteilten Plattform ist, einer Eigenschaft, einem Attribut mehr vertrauen, weil einfach es viele Teilnehmer gibt, die da zusammenwirken. Also das ist so die Quintessenz von Dezentralisierung bzw. Peer-to-Peer-Netzwerken. Und Genau, ja, Peer-to-Peer, das kenne ich ja vom Download von irgendwelchen Musikfiles. Ja, aber es gibt da ja auch mehrere Blockchain-Lösungen und ja nicht nur eine, beispielsweise jetzt mit neben dem Bitcoin gibt es ja so viele andere und du hattest ja auch im Vortrag genannt bezüglich der Datensicherheit. Und wenn jetzt beispielsweise auch diese 51% Attacken, auch viele unterschiedliche Blockchain-Anwendungen stattfinden, wie ist es denn mit der Sicherheit von kleineren Blockchain-Lösungen? Genau, da ist es für einen Angreifer einfach einfacher, einen Angriff zu starten. Sprich, weil das ist eben so die Achillesferse von der ganzen Architektur und von den Systemen. Derjenige, der am schnellsten einen neuen Block bauen kann, der kann bestimmen, was da drin steht. Das ist aber, Abhilfe, ja. bezieht sich aber nur auf Konsensmechanismen oder Abstimmungsmechanismen wie Proof of Work, oder? Also Exakt, ja. zu sagen, ich muss mein Smoothie bauen. Aber es gibt ja, glaube ich, noch eine Riesenlandschaft von alternativen Konsensmechanismen, die eben auch nicht so sehr dieser Kritik ausgesetzt sind, dass sie so energieintensiv sind. Denn bei Proof of Work brauche ich ja für dieses Lösen von meinem Smoothie-Rätsel, brauche ich ja ganz viel Rechenpower. Das heißt, am Ende brauche ich viel Energie. Exakt, genau. Du musst ja quasi so oft einen Smoothie zubereiten, bis du die richtigen Zutaten erwischt hast. Demgegenüber gibt es andere Ansätze. Zum Beispiel stellt Ethereum jetzt demnächst auf den Proof of Stake um. Das funktioniert im Grunde so, dass dann im ersten Schritt können die Teilnehmer ihre Ether, also ihre Coins, staken an Miner, also sprich jemand, der besonders vertrauenswürdig ist, beziehungsweise wenn ich mein eigenes Geld dahin gebe, dass ich es nicht für Konsum nutze, sondern um vertrauenswürdiger zu sein, heißt das ja, okay, der gibt sein Geld dort rein. Und dadurch sind die einzelnen reduziere ich im ersten Schritt die Anzahl meiner Miner. Das heißt, es rechnen schon gar nicht mehr so viele gleichzeitig. Und dann habe ich eben noch ein Lotterieverfahren, das dann eben
den vertrauenswürdigeren Minern eben solche Mining Slots zuweist. Und die müssen dann natürlich auch nicht mehr so lange ihren Smoothie ausprobieren, bis sie den richtigen haben, weil die Difficulty einfach auch viel niedriger sein muss. Oder es gibt den sogenannten Proof of Authority, das ist, was wir hier bei EPN nutzen. Das geht dann natürlich nur bei beschränkt in dem Sinne von Teilnehmern, beschränkten Netzwerken, wo die einzelnen Miner tatsächlich bekannt sind und dann eben entweder über einen Round Robin, also sprich, Christian, jetzt bist du dran, dann bist du, Max, mit dem Mine dran und am Schluss mache ich das Mining. So kann natürlich dann der Aufwand hier auch noch weiter beschränkt werden. Mhm. Das heißt, wenn ich mir Bitcoin anschaue, kann da jeder einfach ein Ding, so ein Client installieren und sagen, ich melde mich mal an und mache mit und hoffe, dass ich da über Mining Geld verdienen kann. Während wenn ich mir unsere Konstruktion beim EPN anschaue, kann ich da nicht einfach mir eine Software draufspielen und sagen, jetzt bin ich Mitglied beim EPN und kann da mitmachen. Genau, nee, Mitgliedschaft ist da genau das richtige Stichwort. Wenn ich denn tatsächlich beim EPN mitwirken will, dann muss ich erstmal Mitglied vom Verein werden, das mich dazu ermächtigt, einen Knoten für den EPN zu betreiben. Ah, und dann kriege ich dann eine technische Zulassung, dass ich beim Netzwerk mitmachen darf. Exakt, ja. Und ich glaube, wir haben auch sogar diese Netzwerkverbindungen sind ja auch nochmal verschlüsselt untereinander, sodass ich da nicht irgendwie jemand abschneiden kann. Exakt, ja. Okay. Ja, cool. Das war, um so ein bisschen von der Zeit her zum Ende zu kommen, es sei denn, Max, dir brennt noch eine Frage irgendwie unter den Nägeln. So eine Frage, die ich immer grundsätzlich spannend finde, sozusagen ist auch eine sehr große Frage, die geht so Richtung Blockchain-Trilemma, okay. Was ja oftmals so eines der großen technischen Probleme ist, weil letztendlich ja nur eine Blockchain entweder eine hohe Skalierbarkeit haben kann, eine hohe Dezentralität oder eine hohe Datensicherheit. Und da so die Frage ist, wie man letztendlich alle drei Felder mit einer hohen Priorität bedienen kann und lösen kann. Hast du da eine Antwort drauf aktuell, Eduard? Also, weil aktuell gibt es auch keine richtige Lösung dafür, aber wie ist so da der Stand? Ja, das ist ja ein ganz typisches Problem bei verteilten Systemen. Den mit Anspruch eben diese drei gesagten Attribute, wähl dir zwei aus. Das hat auch in der Vergangenheit dann eben auch zu alternativen Datenbanken geführt, die sogenannten NoSQL-Datenbanken, die dann eben bei einer Standard SQL-Datenbank ist eben der Fokus mehr auf Konsens oder die Richtigkeit der Daten und Zentralität. Und dort hat man dann irgendwann mal gesehen, dadurch, dass das Internet immer weiter gewachsen ist, dass das nicht für alle Anwendungsfälle passt. Dann hat man eben gesagt, ja, okay, dann gucken wir eben, dass wir eine Kombination von den anderen Parametern finden. Und ich denke mal, bei der Blockchain wird es eben auch dazu führen, dass es verschiedene Blockchains gibt, die ihren Fokus eben auf unterschiedliche Pärchen von diesen drei gestimmt. Legt, ja. Ja. Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich die Diskussion so ein bisschen nochmal zusammenfassen. Ich habe vorhin mitgenommen, Blockchain ist im Prinzip wie eine Saftbar. Ja, du musst Smoothies pressen und dann die Smoothies einfach durch die Gegend verteilen. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben ja mitgekriegt, es gibt einmal Bitcoin. Bitcoin ist ein Anwendungsfall der Blockchain, aber Bitcoin ist nicht alles. Es gibt viele technologische Lösungen, die sich im Blockchain- oder Decentralized Ledger-Bereich einordnen lassen. Ich habe immer ein Peer-to-Peer-Netzwerk, also wie mein Napster oder was auch immer Download-Tool, Interaktion von vielen kleinen Knoten. Und es gibt den Abstimmungsmechanismus, sei es Proof of Work, also die Saftbar, oder Proof of Authority, Proof of Stake. Es gibt, glaube ich, noch andere wie Acrylic Graph und so weiter und so fort. Was ich lösen will, ist ja, was ist der nächste Block?
Also verkette ich meine Informationen immer der aktuellen Block mit der jeweiligen Vergangenheit. Und je mehr ich in die Zukunft gehe, desto mehr Vergangenheit habe ich und desto sicherer ist das Ding. Habe ich das soweit? Versuche ja, nicht technisch zusammenzufassen. Okay. Sehr gut. Schön, dann gehe ich nochmal wieder zurück und erzähle ein bisschen was zu unserem weiteren Vorgehen. So, da haben wir nochmal den Max. Wie geht's weiter in unserer Blockchain-Reihe für KMU? Wir haben jetzt schon geredet über die Basics, über die technischen Grundlagen, das war heute. Nach der Sommerpause im September geht es dann weiter mit einem Deep Dive zu Smart Contracts. Danach reden wir über Identity Ende September. Dann gibt es mein besonderen Favorite, Blockchain and Law, einen kleinen Überblick. Was heißt das eigentlich? Wie gehe ich mit dem alten Recht, denn wie wende ich das an auf die Blockchain und was gibt es da für Probleme oder Herausforderungen? Was für Lösungen gibt es? Und wir haben, jetzt kommt schon mein Timeout, wir haben schon dann nochmal Blockchain and Energy. Wir haben auch schon weitere Themen in Vorbereitung. Blockchain and Logistics, Blockchain and Governance, Blockchain and Data Protection, Blockchain and Sports, die dann in der Folge kommen. Da sind wir nur noch nicht terminiert. Deshalb einfach immer nachschauen bei EPN Eventbrite oder direkt folgen. Gerne auch über LinkedIn uns folgen. Wer bei EPN mitmachen möchte und mitgestalten möchte, kann das gerne tun. Wir haben drei Working Groups, könnt ihr uns über Discord erreichen. Die treffen sich in der Regel einmal wöchentlich für eine Stunde und wir können verschiedene oder gehen verschiedene Themen an, bauen das Governance-Konzept auf, entwickeln die Technologie weiter, schauen, wie wir uns weiter vernetzen in Deutschland und Europa mit anderen Blockchain-Gruppen und Netzwerken. Genau, das Ökosystem baut sich langsam auf. Es gibt natürlich auch eine Mitgliedschaft und gute Gründe dafür. Das machen wir aber erst, wenn sich wenn jeder mal reingeschnuppert hat und sich jeder wohlfühlt. Da bleibt mir nur, mich zu bedanken. Zunächst bei unseren Zuschauern, beim Eduard für den tollen Impulsvortrag, bei Max für die tolle Diskussion. Und ja, ich hoffe, es hat Ihnen euch gefallen und schalten Sie wieder ein, wenn wir wieder über Blockchain reden. Wir würden uns freuen und bis dahin einen wunderbaren Nachmittag.